Jo Freunde, was läuft? Wir zocken Runde LOL und zwar als Jax auf der Top Lane. Habe ich ewig nicht gespielt, aber ich wollte mal ausprobieren, weil er ist ja so in der LCS ab und zu gespielt. Ja, ich gucke oft LCS und aktuell, wie gesagt, würde ab und zu gespielt. Und früher in ganz alten Zeiten, wo ich mit LOL angefangen habe, war es quasi mal für eine Woche oder so mein Main. Deswegen hatte ich gerade mal Bock, eine Runde Jax zu zocken. Wir zocken gegen einen Shen auf der Top Lane. Im Jungle konkurrieren bei uns ein Nearly, im Gegnerteam. Gute Frage. Ich denke mal, Udo hat zwar Heal dabei, aber Udo ist normal ein Jungler. Jinx zum Beispiel als Gegner Botlane, unsere Botlane ist Vayne und alles da. Wir haben Yasuo in der Mitte und die Gegner haben einen Ezreal in der Mitte, so ein bisschen ausschaut. So, mal schauen, wie die Lane laufen. Den lieben Chen hier spielen wir. Der wird nicht groß das Viltan machen, ist dafür ziemlich tanky. Das heißt, wird so eine Art Farm fast werden, schätze ich mal. Dass keiner von uns beiden großartig da Plays machen würden, das wäre erstmal nur Farmen. Mit Jax, wo man ja auch ins Late Game kommen hatten, eher schwaches Early. Deswegen werden wir erstmal noch Farmen und Jank Machine wird auch noch Farmen. Deswegen erwarte ich mal nicht allzu großes, naja, Theater und Kills und Double Kills und Pentas auf der Top Lane. Aber mal schauen, man weiß es nie. Sowas weiß man immer erst nach dem Spiel. Mittlerweile passt fast wieder Platin. Hatte eben schon meine erste Promo, war ich leider verkackt, aber die nächste wird bestimmt klappen. Damit ich wieder Platin kann man ja mir angeben, dass ich ein Platin-Spieler bin. Im Moment bin ich ja irgend so ein Goldlappen, den keiner kennt. Aber wenn ich wieder aufsteige, dann kennt mich wieder jeder. So, May the best ham win. Ja, das klingt nur nach einem vernünftigen Motto. Zum Glück habe ich eben gegessen. Ansonsten hätte ich jetzt Hunger bekommen. Bacon, ne? Bin mir eher für Ham gerade. Aber egal. Also der Buff wird schon mal nicht im Welt, wie das ausschaut. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben ganz Standard-Schaden für Jungle und alles. Und können jetzt in Ruhe hier farmen. Ich weiß gar nicht, wie man auf Jax am besten skillt. Ich weiß als erstes die Q. Und danach, ob man die W oder die E macht, muss ich mal gucken. W für mehr Schaden und die E ist ja der Counter-Striker, ist die, glaube ich, sogar. Zocker gern Counter-Strike, aber hat nichts damit zu tun. Dann man die Gegner um sich herum und weicht allen möglichen aus. Mal gucken, was genau sich da verbessert. Wie sehr sich der Cooldown beim Upgrade verringert, wie viel mehr Schaden man macht. Schaue ich auch dann kurzfristig, was ich upgraden werde. Ich habe immer eine Flasche angefangen, wie empfohlen, einfach um Lane. Auf jeden Fall zu überleben. Gegen Shen dürfte damit locker auskommen. Wie gesagt, erstmal noch farmen. Am besten nicht pushen. Was mir schon ganz gut gelingt. Shen furcht schon besser als ich. Dass die erste Wave. Die ersten Waves werden Richtung Shens Tower pushen. Eigentlich schon optimal. Aber wie gesagt, ich will erstmal eh noch farmen. Und bin happy, wenn ich Early ohne Tode überstehe. Ein komischer Schurken oder was für ein Ding ganz anders, aber der immer wirft, macht kaum Schaden, das ist schon mal angenehm. Dementsprechend kann ich hier ganz in Ruhe fahren. Wir haben auch 6 Minuten Vorsprung. Allerdings pushen wir, müssen aufpassen, dass der Udo nicht kommt. So ab Minute 3, was wir gerade haben. Soll vielleicht mal ein Twinkle platzieren gehen unten. Der oben nimmt schon mit. So. Werde ich hier mal schnell warden. So. Ganz professionell mitten im Busch. Vor allem im Busch, ja. Mitten im Busch. Oh, im Fluss, nämlich auch im Busch. Weiß noch keiner. Boah, das ist Skills auf Flug. 0,7 mal Angriffstempo haben wir, okay. Muss man aber daran gewöhnen. Und wenn man so viele Minions hat, die einen gegnerischen Minion fokussen, dann das richtige Timing zu haben, ist nicht immer so einfach. Ich bin trotzdem am Dive, muss ich aufpassen, dass ich nicht auf Versehen den Chen angreife. Tower Aggro auf mich ziel. Und Chen. Ach stopp, mit dem Strich hat er jetzt auch mehr Minions, oder? Gleich viele, okay. Ein mehr da. Na gut. Ja, tut auch die ganze Mischung langweilig, wenn die da hin erstmal. Erstmal noch farmen, farmen, farmen. Und im Late Game müssen wir dann die großen Aktionen machen. Die fetten Platin Plays, ne? Sehr Bescheid. Twinkle ist gerade abgelaufen. Farmen, farmen, farmen. Wir machen doch ein bisschen mehr Schaden als am Anfang. Wenn ich meinen zweiten Healpot schlucke. Aber ich habe ja Teleport und noch eine Flasche und noch einen Healpot. Also ich halte noch ein bisschen aus. Ich hätte leider Energie, das heißt, er wird seine Fähigkeit immer weiter spammen können. Muss man weiter heressen. Aber das ist okay. Haben wir noch ein Schild angefangen. Jetzt pushe eigentlich mal die Wave zu mir. Sehr gut. Dann kann ich nämlich in Ruhe hier farmen, ohne mir allzu große Sorgen um den Udo zu machen.
Der bisher noch am Farmen ist. Sich noch nicht gezeigt bisher. Ich will aber nicht die ganze Weapon Tower haben. Der kommt ne mein Next kommt da hinten gerade. Deswegen werde ich noch ein bisschen delayen eventuell. Wenn der Shine jetzt pushen würde, das würde ich schon sehr schnell machen, damit die Wave ein bisschen Tower reinkommt. Gosh, hier Freeze. Ah, damit die nicht in den Tower reinlaufen. Okay, funktioniert. Eigentlich optimale Situation jetzt hier. Gucken, dass gegnerische Wave minimal pusht, aber nicht in den Tower reinkommt. Das wäre quasi das große Ziel jetzt, wenn man so will. Deswegen pushe ich gerade ein bisschen zurück, weil vielleicht werden sie sonst in den Tower landen, weil es so viele Minions sind. Aber Level 6 macht auch jeder dritte Hit kritischen Schaden, also machen wir noch einiges mehr Schaden insgesamt. Wenn sie jetzt ziemlich low life, hätte ich auch nach der Wave, nach der nächsten Wave, die noch reinkommt, jetzt werde ich auch weggehen. Haben wir jetzt mal den Moment da vorne, das ist schon mal gut. Wenn Shen die Ulti hat, müssen wir aufpassen, dann kann der mit seiner Ulti quasi hat den zweiten Teleport und kann zu seinem Champion, kann zu seinen Verbündeten gehen und denen helfen und so ein Scheiß. Weil da bin ich schon taunten, der Arsch. Ein Schluck habe ich noch, den will ich noch, ausnutzen, bevor ich mich teleporte. Gehen den Fetten da hinten. Ach, sehr gut. 2-2 insgesamt, ein paar Kills werden schon getradet. Ich hab Grund. Ihr merkt schon, ich bin gerade hart fokussiert. Jetzt geh ich eigentlich schon weg. Na komm. Oder? Wir haben noch genug Leben für einmal. Einmal, wenn wir das zu lang treiben, das Spiel hier, dann werden wir irgendwann sterben. Das weiß ich jetzt schon. Und die Wave machen. Die Wave schaffen wir noch. Ihr dürft auch Teleport haben, ja. Jetzt pushen wir sowieso zu ihm. Jetzt werde ich weggehen. Selbst wenn er jetzt pusht, dann haben wir ja notfalls Teleport. Gehen wir jetzt back und holen wir uns das erste mit Jax. Battlefront King, denke ich, 101, oder? Und noch ein paar Healpots. Damit wir auch ja nicht sterben. Shen pusht, das heißt Teleport. Sonst hätte ich eventuell, wäre ich zu Fuß gelaufen, um noch einen Teleport aufzubewahren. Könnte ich mal angreifen jetzt. Dann haben wir jetzt mal einiges mehr Schaden als er. Dann könnte ich mal zurück pushen. Botline fehlt, er dürfte nicht bis hier oben kommen. Next jedenfalls. Erstmal nicht. Ah, denn der kann jetzt Teleport sind. Boah, ich hab's im Sprechen noch wieder. Was immer so, mit Champions sich nicht so oft spielen, dann wird er unsicher und dann wird er unsicher. Aber ich wollte halt sagen, er hat sich nicht sicher teleportiert, er dachte, er wäre im Busch, war es aber nicht. Das war so eigentlich schon, was ich sagen wollte. Das war so ein dritter Hit, der sehr viel Schaden macht. Dafür ist es ziemlich schnell, wenn er wieder Angriffstemperat. Ich hab ganz am Anfang immer ihn auf. Ganz am Anfang, wo ich noch nicht mal Level 30 war, mal Hextech, Gunblade und 24 Strikes gespielt, hat man so ein krasses Angriffstempo gehabt und so viel Schaden gemacht, das war echt krank. Wir haben jetzt Battlefront King, Trinity und dann auch Tanky. Dann dürften wir eigentlich schon stark genug sein für die Teamfights. Meine Ward kaufen sollen, den Twinket. Jetzt müssen wir ihn wieder platzieren. Haben wir ja mal 7 Minions Vorsprung, allerdings hat er auch 7 Minions hier vorne oder 6. Einige wieder aufholen. Und wir haben das Problem, dass wir noch Mana haben, während Shen nur Energie hat. Hier haben wir den Forschung auch noch behalten, krass. Mein Mensch dachte, hat sich ein Gürtel des Riesen und eine Lederrüstung gekauft. Also auch ziemlich tanky. Farmfest, Farmfest. Ich denke mal bis zur 15 oder 20. Minute wird es mal so weitergehen hier oben. Dass wir nur farmen. Weil jetzt kommen ein paar Gangs, aber ansonsten wird es dann wie gesagt ein Farmfest werden. Ich lasse mal jetzt einmal wieder zurückpushen jetzt. Rudi ist gerade Mitte, gut zu wissen. Er wird gerade gefightet hier unten. Unsere Vayne tot. Auf der Botlane mal ein anderer Fight. Den fehlt gerade. So, Cooldown von 16 auf 14 Sekunden. Damage 50 auf 75. Mana-Kosten erhöht. Da machen wir die weh, weil der Damage ist fast verdoppelt, der Grundschaden zumindest. Einfach für mehr Schaden. Und die 2 Sekunden bei der E. Und darauf verzichten. Ich meine, es verbessert ja nichts von der Ausweichrate oder sowas, während man da rumwirbelt. Ja, ich habe mal die Wege gemacht, dürfte aber nicht allzu falsch sein. Last Hit Skills.
Ems, alle erwischt. So muss halt. So muss halt, Freunde, nicht anders. Einen Trank kann man noch schlucken, haben wir ein bisschen mal Schaden eingesteckt mittlerweile. Ja, scheinbar ein bisschen mutiger. Ich glaube, der würde mich auch im Duel erstmal schlagen, weil ich halt noch schwach bin, weil ich stärkst im Early bin. Wichtig ist, dass man nicht zu viele Minions verlieren, ab und zu nicht einen zu verlieren, ist jetzt okay gerade. Wo noch mal ein Trank drin und vielleicht wieder meine Stücke von der Flasche. Ich habe bald wieder Teleport, also ich kann bald wieder weggehen. Notfall, wir mich hier hinporten. Ich habe keinen Grund zur Sorge. Erstmal weiter Last hitten, wenn es denn klappen würde. Oh, hallo Udyr, das ist nicht so gut jetzt. Ich mache meine Ulti an zum Notfall. Ich bin natürlich dann. Hätte auch eigentlich mit meinem Trinket und einer Kuh leichter wegjumpen können, aber ist halt auch egal. Wurde ist wieder abgehauen. Könnte ich noch im Busch sein, ein bisschen aufpassen. Meine Wave Push raus, ich gehe mal wieder weg. Da ist er. Da ist er. Gelaufen. Gegner haben AP. Ja, größtenteils aber eher AD. Also physischen Schaden, dann kann ich die Rüstungsschuhe holen. Erstmal Standardschuhe. Hier ein bisschen die beiden Deutsche schon mal. Und dann mal Helipods. Scheint Fuß, heißt, wir brauchen keinen Teleport einsetzen. Sparen wir uns den. Kann man später im Dragon oder so mitkämpfen dafür. Wenn wir jetzt einfach mal hier hochlaufen. Klar, scheinbar wird jetzt einen leichten Erfahrungsvorteil haben, dass zumindest ja mehr bekommen als ich. Jeder will Dragon machen. Schreiben wir schon mal ein Zippel ab. Brauche ich nicht ein Wort oder sowas, um dann hin zu teleporten. Das Pink Wort, sehr gut. Scheint Filter, wenn ich das viel, so gut wie es geht, pushen, aber ich denke, den schaffen sogar ohne mich, weil gerade noch kein Gegner contestet, den Dragon. Ja, sehr gut. Erstmal Dragon für uns, da kommt der Udyr viel zu spät, natürlich. Top Lane immer noch, der wird weggegangen sein, erscheint, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen pushe ich jetzt mal schnell, damit er auch teleporten muss. Okay. Bin noch gepusht. Man sieht die Teleport-Animation. Deswegen können wir jetzt hier schon wieder anfangen, ganz normal ein bisschen rumzufuseln. Um dann ein bisschen was Platz zu wissen. So, er hat gekauft noch eine weitere Rüstung. 107 Rüstung haben mittlerweile. Und er hat noch einiges mehr Leben als wir. Und außerdem ist ja. So, mein Feind hier gerade. Vielleicht kommen wir dazu, das for fun. Ja, ich cancel. Die machen schon ohne mich. Sehr gut, Teleport wasted. Aber ich dachte, das wäre ein spannender Fight im ersten Augenblick. Und sonst als Top-Lane, da zögere ich immer zu lange. Wenn ich jetzt einen Trüffel bekommen, dann wird man meinen Teleport, glaube ich, mal mal drüber hinwegsehen können. Was ich sagen wollte, ist, dass tendenziell, wenn zwei Länder gleich viel Gold haben, dass die Tanky-Items tendenziell etwas billiger sind als die Schadens-Items. Und dass deswegen Chen etwas stärker ist. Wenn er mich jetzt one-on-one hier fighten würde, würde er mich, glaube ich, letztendlich töten können. Deswegen bin ich froh, wenn wir ein bisschen farmen. Sind sogar am Farmen 1-2 Millionen vorne. Läuft eigentlich optimal die Lane. Das heißt, für euch ist langweilig, das gebe ich zu. Ich habe auch einen anderen Lane-Gegner erwartet. Und dachte, da kann man mehr Plays machen. Also gegen Chen ist einfach, das ist sowieso schon zu langweilig. Und mit Jax ist das Ziel, im Late Game stark zu sein. Und das Early zu überleben. Gegen Chen zu überleben, ist im Moment das Beste, einfach stillschweigend zu farmen. Ich denke, du warst schon im Pry-Bush. Müssen wir hier unten ein bisschen aufpassen, dass der Uli nicht aus dem mittleren River kommt. Einen fetten hätte ich wieder gerne. Den habe ich schon wieder im Augenwinkel. Einen fetten Mini mache ich natürlich. Von denen. Mehr Last-Hit-Künste. Aber gut, das pusht Chem wieder zurück. Können wir wieder ein paar Minions Vorsprung ausbauen. Und Chen, weiß ich, wo der hingeht. Ich denke, ob man das fehlt. Dann kommt auch da hinten nach. Deswegen werde ich ein bisschen wieder nachpushen. Ah, da ist er schon wieder, okay. Scheint, ich pushe da jetzt. Ulti eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich unterbrochen habe oder ob er selber gecancelt hat. Auf jeden Fall bei sowas immer draufjumpen. Er kann da zum einen nicht zurücktraden und zum anderen habe ich dann versucht, ihn irgendwie das zu canceln. Weil wenn er irgendwie ihn ultet, man kann es verhindern, dann ist das meistens gut. Das ist ein Sherlock. Da finde ich sowas auch schnell raus. Ich habe viel Schaden zurückgemacht mit den ganzen Minions zusammen. Muss ich aufpassen.
Wir haben ihn verloren gerade leider. Jetzt im Slowlife mittlerweile. Jetzt keine Fehler machen. Noch ein Level mehr mittlerweile, der lieber scheint. Und Lifesteal, mal ein bisschen mal zurück. Nicht zu stark pushen. Ralf sollte schon auf der Höhe bleiben, denke ich. Ich wollte mal schnell hier. War schon mal nicht mehr. Vielleicht geht er weg. Und die durfte ja keiner haben, hat er eben gecancelt. Wobei ich weiß gar nicht, ob dann auch die Ablehnzeit kürzer ist, wenn er die Ulti abbricht. Naja. Ich bin ja kein Chain-Spieler. Auf jeden Fall ist er gerade nicht mehr hier. Das ist ja offensichtlich. So, in 10 Minuten sind wir vorne. Eines ist der Chen. Scheint schon die Ulti eben bekommen. Der Schlawiner. Oh, ich push mal ein bisschen. Dürfte natürlich keinen Teleporter haben, der hat den eben erst benutzt, um auf Land zu kommen. Und wir gehen wieder weg. Vielleicht fliehen ein paar Minions, das wäre ganz angenehm. Ah, das ist er schon. Kriegt doch den ersten direkt. Ah, hat nicht ganz funktioniert. Hätten wir vielleicht ein bisschen schneller pushen sollen. Aber wir können es erstmal jetzt hier endlich leider auf Ruhe King holen. Sehr gut. Und bauen mal. Ich würde eigentlich gerne die Magie-Riesenschuhe wegen der Passive, wenn man dann weniger gegen das CC anfällig ist, also Court Control. Da kommt die um uns. Bin ich irgendwie besser bei und auch ein Langschwert. In Richtung 20 Force. Sei nicht pusht, werde ich zu Fuß laufen. Oh. Weil der Swash aufgegangen, Mittellane ist der Saiso aufgegangen. Hier liegen Schwierigkeiten, kommt aber mit einem Flash. Der Flame ein paar Minions, kommt schon mal vor. Aber es sind nicht nur zwei, drei Minions. Und dafür haben wir schon einen Teleport. Vielleicht bringt er uns dafür nachher einen Kill oder einen Double Kill, dann ist das vollkommen wert. Mal schauen. So, ja. Die Dinge sind ja schön fehlt wieder. Weil er das Handfire Cape, also macht er noch um sich herum magischen Schaden, also ihm nicht zu nahe kommen am besten. Sind sich dauerhaft. Und das Level bei uns. Ich würde um jeden mitnehmen, wird er hart gekämpft. Scheinbar kann ich bei einer E auch seinem komischen Dash ausweichen, nämlich Taunted. Das ist ganz gut zu wissen. Weil gerade war ich mir ziemlich sicher, hat mich eigentlich getroffen. Oh, ich hatte die E währenddessen aktiv. Scheinbar bin ich dann durch die E ihm da mit geduckt. Das ist echt cool. Okay, seinem Shuriken kann ich noch nicht ausweichen damit. Einen Fetten habe ich wieder gerne. Aber kein Schluck in meiner Flasche, müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Teleport haben wir zwar, aber ich will nicht unbedingt wieder den dafür benutzen, um auf ihn zu kommen. Weil dann sieht er auch, aha, ich kann ihn, wenn ich will, zurückpushen, dann muss er Teleport benutzen. Immer ein bisschen hier Stärke zeigen und nicht, die direkt wieder hier, wie ich gerade in 1000 Minuten reinjumpen und dann zurückgehen müssen. Trotz allem wieder zurückgehen. Kann ich mir die Schuhe mal ausbauen? Vielleicht macht er ein bisschen magischen Schaden. Also um ihn herum macht er magischen Schaden. Dann Schuriken meine ich, macht auch magischen Schaden. Bin ich ganz sicher. Dass das zumindest etwas bringt, die Magie, die wir uns geholt haben. Auf jeden Fall wieder drei Healpots. Die Flasche allein reicht da im Moment leider nicht. Eps. Leck wieder Last Hit wie ein König. Moment, 4 Minions Vorsprung. Kopf an Kopf haben Battle hier oben. Da sind die ganzen Kills woanders geschehen. Wir haben Rookie jetzt, vielleicht kann man ein bisschen traden. Den scheint ein bisschen Angst zu machen. Ah, so ein bisschen geht's eigentlich. Eigentlich ist Jax sowieso darauf ausgelegt, auf so längere Fights, weil dann natürlich eine Passive mit den erhöhten Attack Speed und so was man alles bekommt, dann immer stärker wird. Auch unsere Ulti, ich glaube, das kann man sogar töten eventuell.
immer längst hinbekommen werden. Guck mal, dass ich mein Mana nicht alles raushaue. Hat nicht mehr so viel jetzt leider. Das bekommt man top, okay, finde ich gut. Wie das Wurkum auf jeden Fall bekommen. Ding kann übrigens auch hochkommen. Oh, gerade schon gepinkt. Mal ein bisschen pingelig und gehen zurück. Oh, ich spiel pingelig. Ah, die hat er schon, die Jinx, sehr gut. Läuft er wieder Richtung Mitte. Ich glaube, ich hätte dem Raten gerochen, war. Macht er jetzt? Ich glaube, ich gehe ein bisschen mit dazu. Hier ist gerade ein halbwegs ein Fight dran. Oh, wir kommen Ezreal sogar. Ezreal! Bam! First Kill! Nach nur 20 Minuten. War auch sehr spektakulär rausgespielt von mir, muss man sagen. Den Chen doch hier noch. Der muss dann noch durch ein Tor laufen, Jelly. Ah, lol. Der Chen ist ein bisschen blind. Der merkt es nämlich gar nicht. Ah, fuck. Okay, war doch nicht so schlau, danach zu laufen. Alben möchte ich unbedingt. Jelly ist tot. Da war die Jinx ult. Der Backbuff da. Ich glaube, den könnte man schaffen. Ob ich zumindest. Sehen wir gleich. Schaffen wir. So, einen von den beiden nehmen wir mit, anlassen wir stehen. Wie spät ist. Und dann pushen wir noch ein bisschen top, weil Chen gerade in der Mitte ist, danach gehen wir weg. Eine Flasche können wir uns ja noch ein Stück gönnen. Wenn gleich eh wieder weg, dann füllt das sowieso wieder auf. Aha, da wollte mich direkt unten. Ich bin wieder gut weggejumpt vorher. Habe ich es vorher gesehen, wie ein Profi. Ja, mehr oder weniger. 11 Minuten Vorsprung und ein Killhammer. Ich glaube, im Late Game scale ich den Chen aus. Da dürfte Jax um einiges mehr ausmachen können im Teamfight. Außer der Chen, der kann ja nur einmal taunten und macht sonst nicht so viel Schaden. Gut, dann noch den Schild durch die Ulti, klar. Aber als Jax könnte einfach durchgehend Damage machen, rumjumpen, alles kaputt kloppen. Wenn er einen Attack-Speed hat, ist das einfach so brutal. Wenn der dritte Hit, dieser Crit, der stackt ja später, dann ist, glaube ich, ziemlich jeder Hit sogar. Wenn er nur Attack-Speed hat, ist dann so ein Hit. Und dann läuft es krank an und macht krank viel Schaden und ja, dann zerkloppt einfach alles dann. Was war mit Mitte? Shen fällt oben. Den Tower kriegen wir sogar, wenn man mit allen Mann jetzt raufhämmert. Ah, noch ein paar viele Gegner hier. Braucht. Ich will ja top deffen, wenn wir meinen Tower nicht verlieren. Kein Farm und nix. Und außerdem wirklich stark bleiben. Mit Jax kann man auch stark split pushen. Ich habe auch schon extra hier Blade of Wound King gekauft, was so One-on-One-Item sonst ziemlich starkes ist. Best Deutsch, um halt für split pushen ist das sehr gut geeignet, deswegen. Oh. Auch ein bisschen Magie-Resi. Jax ist ja mehr oder weniger Hybrid. Die W macht zum Beispiel wachsen Schaden. Und der Chen auch dagegen gewappnet ist. Wenn auch gerne töten könnt. Push mal ein bisschen. Wahrscheinlich auch hier ist. Wo ich jetzt wieder mit den beiden Minions mit sterben. Hat man gedacht, wenn Chen weggeht, wenn weggeht, dann pusht man damit. Wenn man im Tower verliert oder wieder hier hinkommen muss, um nicht zu verlieren. Hat viel Draser, läuft in die Mitte. Weiß ich, werde das pushen. Das ist Zeuggeld. Noch ein Tower einreißen. Ich habe ein TP, also Teleport für den Notfall. Den Tower kriegen wir auf jeden Fall. Also, jetzt seht ihr mal Jax einrichten neuen Tower. Ich genau das ist so genial an Jax. Da habe ich ihn damals nämlich auch ja, so gern gespielt am Anfang, weil er einfach so krank sich anhört, so viel Schaden macht und auch ganz schön, ja, der Sound einfach davon. Ich liebe den, dieses WAM! WAM! Oh fuck! Was soll ich nehmen jetzt? Ich hoffe, ich nehme noch auf. Ich tippe direkt mal. Spätestens Gott, dass ich noch aufnehme. Mensch, kann sofort kontrollieren, wenn wir gerade nicht am Fighten sind. So, jetzt. Stimmt noch auf, glaube ich. Sehr gut. Hoffentlich, sonst kann ich dann auch noch mehr neu starten. Aber ich bin gerade mitten im Teamfight. Das sind immer die besten Momente, dass du, wenn du neu minimiert. Immer so mitten im Kampf. Wir diven erstmal 5 Leute rein. Nämlich Jax, wir können das. Oh, gute Ulti von. Und erst so kriegt leider keinen Kill dafür. Deswegen müssen wir aufpassen. 6 gegen 3 und unsere Mates verrecken hier schon. Oh, wir treffen uns und gestorben einfach so. Nicht ganz so gut. Ich denke, allein kann ich auch nicht großartig steffen. Der Tower ist ziemlich down, leider. Ah, TP kämpft zu spät. Ich hätte TP'n sollen, bevor er den Fall so ausbrach. Oder halt weiter pushen sollen.
Wo meine Mates so low waren jetzt am Ende. Boah, sonst gegen die alle machen. Reindump bin ich tot. Mates kommen von hinten, aber der Tower ist auch noch down. Jinx einfach Tower Schredder Maschine Nummer 1. Macht man gar nichts gegen. Guck mal, wie ich einen Champ bekommen. Oh, er sind noch da. Und uns gebaitet. Also sind ja die zumindest. Ich war ja allen bewusst, wenn niemand sterben können. Moment, Dwang machen wir gerade einen White Buff. Alistar will der etwas stealen, schaffen wir sowieso nicht. Wir haben auch kein Smite und nix. Der Jungler ist gerade gestorben. Also einfach aufgeben mit Dwang, da kann man nichts machen normalerweise. Oh, Alistar, Twihard. Oh, warum gehen wir denn eigentlich rein? Freunde, das ist keine gute Idee, ich muss natürlich nicht folgen. Menschen sterben dann alle. Nennt man so eine Solidarität. Oh, Teamfight. Komm schon! Ah, den kriegt er euch nicht mehr eingeholt. Den Thresh. Schön wär's. Shit. Ah, da war noch ein Esra hinter mir. Ah, der wurde nur ein, zwei Mal gepinkt. Der wurde leider nicht gepinkt. Deswegen habe ich das nicht sehen können. Ah, ich habe einen Double gemacht. Worth it. So, ich will mal ganz kurz ein Problem wirklich aufnehmen. Ich bin ja gerade sowieso tot. Also, Sekundchen. So. Ja, nehm noch auf. Sehr gut. Oh, mal 20 Force holen mittlerweile endlich. Und dann gehen wir jetzt auch was Tanky. Gucken, wer hat die meisten Kills. 5 Stück, 2, 3 Stück, Shen, 7, Israel. Ich hab schon mal Randuins. Wird auch schon empfohlen, sehr gut. Erstmal hier den Gürtel des Riesen für absolute Leben. Die helfen ja gegen alles. Während Magie und Rüstung jeweils nur gegen bestimmten Schadenstypen helfen. Danach holen wir uns dann meinetwegen noch irgendein Magie-Resi-Item. Dann sind wir eigentlich schon ganz gut gebildet. Hier auf Gymnasium dann ist man eigentlich immer gut gebildet, aber. Trotzdem, die Items konnte man kaufen. Oh, nearly. Pass up. Bin am Weg. Lauf oben rum, lauf oben rum. Ah, lauf halt unten rum. Vielleicht mal eine entscheidende Runde. Direkt Jinx fokussen jetzt. Wenn es die Situation erlaubt. Oh, das Team kommt von unten dazu. Geht auf Jinx hier hinten. Flash direkt, dann gehen wir auf Ezreal. Schiff zurück, sind nicht ganz so tanky. Zieht der Jinx. Da haben wir sie. Jawohl. Next Ezreal, mal drauf kommen. Sieht er die cool dann unten. Die müssen wir kriegen, den Ezreal. Nächster Hauptsee quasi. Ah, ich brauche hier eine Kuh. Sind wieder nach hier vorne, haben keine Vision von Ezreal und der ist ja Range vs. Melee, deswegen sind wir ungünstig, so ohne Vision in so Fankämpfe reinzulaufen. So, was ist da? Ah, da ist der Ezreal. Da ganz schön schnell seine E eingesetzt. Oh, ich dachte, er würde sofort mich töten können. Geht nicht ganz. Oh! Der Speer. Komm, machen! Ich gehe das mal weg. Ezreals Ulti aufpassen. Ne, komm, das riskieren wir nicht. Das riskieren wir nicht, hier noch reinzugehen. Ist mir immer zu heiß. Führt mir da Dinge noch. Vorne ist er, da vorne ist er nämlich. Oh, Alistar, du hast ihn gerettet. Oh. Das riskieren wir nicht, ist mir zu heiß. Wisst ihr Bescheid? Oh, hallo. Da war der Dings, Ulti. Ich hab mal guten Tag gesagt. War ganz schön knapp. Oh, als Jax gefeedet sein ist schon nice. So, oh, nächste Rüstung. Oh, nicht so gut. Nearly wird auch tot sein, da sehe ich nicht, wie sie überlebt. Vielleicht kann sie die Jinx mal mitnehmen. Oh, oder sie escaped obenrum. Ganz, ganz galant. Aber es werden die Gegner hier rumkommen. Oh, schöne Ehe von Jinx. Jinx aber, glaube ich, ganz gut dabei, war. 5 von 7, naja, geht. Da kommen wir ein bisschen Jungle, meinetwegen. Ja, Warden's Mail verringert ja auch das Angriffstempo von angreifenden Gegnern. Ganz gut gegen Jinx. Vielleicht auch Ezreal, der geht zwar Mage, aber trotzdem Ezreal ist ja so rumjumpen und haben so ein Autodeck. Zumindest gegen Jinx hilft es auf jeden Fall. Stack die Attacks für die Minigun. Und dies ja somit einer der ersten Ziele, die wir fokussen werden. Erst Jinx, dann Ezreal, danach der Flash Udyr, dann wird es interessant. Aber Jinx und Ezreal sind erstmal so die Hauptziele für mich.
der Top-Laner, der divet und alles kaputt schlägt. Und dann muss ich erstmal die wichtigen Ziele kaputt schlagen, bevor man dann die Tanks kaputt schlägt. Und man richtig Spaß dran hat, weil man dann einfach so viele Hits machen kann auf den Gegner. Nacheinander. Ja, die Carry ist dann aber jetzt schon tot. Meistens. Oh, scheint Busch top. Ich glaube, ich soll teleporten. Ja, komm, ich teleporte mal auf Top. Den Tower ja retten können. Tower vor Team. Shen ist auch noch hier oben. Das sind 4 gegen 4 in der Mitte. Shen ist eine Ultimate, der sein Team joinen kann. Aber wir werden erstmal kaputt kloppen, damit er da gar nicht essen kommt. Ich kriege mal jetzt sogar. Oh, da ist ein S-Rail bei mir. Ich dachte, er wäre noch Mitte. Sorry, ich muss mich gerade räuspern. Aber mein Team räumt in der Mitte auf. Das ist absolut worth it. Was geht da vor schon in der Midlane? Mach die kaputt jetzt. So ein Tower kann ich nicht mehr retten. Gegen die beiden. Den muss ich ihn überlassen, leider. Man macht der Israel. Geht der wieder weg. Jetzt rückpushen hier. Da kann ich Schwäche zeigen. Die fehlen jetzt, wenn sie wahrscheinlich in die Mitte laufen. Ich pushe jetzt wie geistkrank zurück. Und wenn sie mir jetzt mehr kommen und mich töten, ist das wert, weil dann kriegen wir die Mitte in dem. Oh, da war erstmal zurückgeportet. Hätte man noch unterbrechen können, eventuell. Schade. Aber wir pushen jetzt erstmal. Den Tower ja. Den hier. Den kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Da kommen die Mates wieder zurück, die also Gegner sind ja gespawnt. Was sind alle in der Mitte soweit noch? Ach, ich hab mal wirklich eingerissen kriegen, sonst macht man viel Schaden jetzt. Ah, komm, der TP. Wir sind weg, wir sind weg. Also wird so riskant. Immerhin haben wir ein bisschen gepusht. Und schon müssen wir in der Top-Line gehen. Wake up. 1300 Gold, das heißt, wir gehen wieder weg, oder? Ah, ne, 200 Gold müssen wir noch farmen. Dann können wir uns nämlich einen Randuin holen. Dann gehen wir weg. Nicht so gut. Also, wenn Vayne stirbt. Ein Dragon, aber wieder kein Smite, also kommt hier hinten gerade erst. Der Dragon ist auch leider gegeben. Da kann man nichts gegen machen, leider. Wie viele Dragon ist das für die Gegner? Der dritte dann? Ne, die haben gerade erst gemacht. Dann ist der zweite für die Gegner. Beide Teams mit 2 Dragons aktuell. Ah, Dragon Beach. Das ist da. Also schon besser Randuins. Och nö, nicht jetzt Schwäch. Mal einkaufen gehen. Danke. Lass euch einfach in Ruhe, wenn er nett ist. Vielleicht hätte man auch den kaputt kloppen können, aber egal. Wir haben jetzt erstmal dran, wie ich ihn zwar schon unbedingt haben wollte. Und jetzt wieder auf Toplane schnell. Wir haben keinen Teleport. Keinen Teleport. Wir müssen ja manuell dürfen gehen. Zu Fuß. Oldschool quasi. Tau hier ist schon down. Wieder in der Target. Wir joinen mal den Teamfight. Hier unten ist ein Shen. Hi Shen, was läuft? Geht auf Jinx hier. Geht auf Ezreal da hinten. Muss ich mal kriegen. Noch ein bisschen weit vorgerutscht, gewascht. Ging jetzt zum Team, jetzt haben wir aber, oder? Oh, alles hat mich wieder gerettet. Da kommt die Shen Ulti. Die töten wir aber jetzt den Ezreal, wenn die Shen Ulti abgelaufen ist. Kommt nicht ganz ran, leider. Jetzt vielleicht? Oh, wir sind wieder zurück zum Team. Dann sterben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob erstmal noch eine Ulti hat. Sehr gut zu wissen. Ja, der muss nämlich darauf achten, ob er die macht. Und dann müssen wir noch ausweichen. Hier unten sind zwei, die kriegen wir auf jeden Fall, würde ich behaupten. Komm schon. Jetzt aber. Lol. Puh, knapp. Komm, Speer. Jawohl. Wo ist Ezreal da hinten? Hinten ist er. Komm, ich krieg mal. Lauf hier lang, Ezreal. Hat den Kokain hier? Ja. Er hat etwas zu weit weg gewesen, der Shen. Hätten wir auf ihn jumpen können. Aber ganz guter Fight uns am Tisch. 24, 26 insgesamt die Kills, ist ein sehr ausländisches Match. Könnte das immer spannend werden. Wir haben natürlich Vayne und Jax. Beides so Late Game Carries, deswegen habe ich ein gutes Gefühl bei dem Match. Aber man kann sich nicht ganz sicher sein. Schnell Blue Buff. Eigentlich nur in der Mitte der Öffnung, nur Blue Buff haben. Deswegen, danach gehen wir sofort Mitte. Und meine Wave-Freunde. So. Ich komme. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich bin am Weg. So. So, mit Blue Buff. Sonst hätten die Gegner. Oh, ich hab's mir sprechen heute wieder.
Sonst hätten die Gegner sowieso den Blue gemacht. Er ist gerade schon tot oder was? Leider nicht. Da hinten läuft er. Ja, doch erst hier die Tanks töten. Wird schon mal weg. Alles klar, ganz sicher, erst egal. Zum dritten Mal in diesem Match. Und die beiden haben so ein geheimes Abkommen. Oder hinten sind Jinx, hätte ich gern. Ich noch. Könnte auch auf Trash jumpen, aber Jinx noch lieber halt. Kommt jetzt ein guter Speer. Okay, da haben wir sie schon. Hat uns den Gefallen getan, kam ein Stück auf uns zu. Komm schon! Nein! Ah, den kriegen wir noch eingeholt, ganz klar. Zack, Ace. Oh, mir gefällt Jax noch, krass. Hätte ich gedacht. Hat natürlich schon eine leichte Lane gegen Shen. Wenn jetzt irgendein Lane-Bully wie Darius gehabt oder sowas. Geschweige denn Nasus, dann hätten wir da. Dann sähe das ganz anders aus. Aber gegen Shen habe ich echt Glück gehabt. Ich hatte Himmel, deswegen konnte ich nicht sehen, gegen wen ich spiele. Aber da haben wir echt, wie gesagt, Schwein gehabt. Und deswegen kann man auch verstehen, dass ich einigermaßen gerade ganz gut abgehe. Aber ist halt einfach Jax, ist einfach Late-Game pur. Und er macht so viel Spaß dabei noch, das ist egal sonst. An dem Ganzen. So, ich komme zu euch, Freunde. Ich warte noch hier vorne. Oh, Jinx ult. Was schafft noch ohne mich, sehr gut. Oh, gut, wie wir mal sind, machen wir noch schnell die Dinger hier. Jetzt gehen wir wirklich weg. Fast Level 18. Ein Minute oder so. Vielleicht reicht er hier schon, Level 18 zu werden. Und dann 2000 Gold weggehen. Perfekt. Schnell den Gewand machen, der ist gerade noch hier. Zack. Einfach maximal das mit der Farm raushauen. Und jetzt können wir uns noch ein Magie-Resi-Defensiv-Item holen. Benchies. Oder ein Guardian Angel mit Jax. Wie böse. Was sowas hier, aber gibt es so viele Möglichkeiten, wa? Ey, machen genug Schaden, denke ich. Holen uns einen Guardian Angel. Ne, komm, holen uns. Was soll man uns denn? Das ist so schwer, sich zu entscheiden gerade. Der X-Winker. Und noch ein bisschen AD machen. Und noch ein bisschen. Ist ja ein normal Game. Ich glaube, in dem Moment würde ich jetzt auf Benchies gehen oder so. Aber ich will noch ein bisschen Schaden machen. Deswegen die Hex-Winker. Wenn wir more of my mortis, wenn fertig ist. Wir machen noch mehr Schaden, wenn wir weniger Leben haben. Das heißt, wir machen dann richtig kranken Schaden. Und können sie noch Gegner überraschen, wenn wir kurz am Sterben sind. Wollen wir vielleicht Teamfight ausbrechen, noch im Weg. Direkt hier den S-Raller oder die Jinx schnappen. Das wäre natürlich optimal. Oh, Vayne engage alleine. Mutig, mutig. Und jetzt geht los. Jetzt geht los, Freunde. Alistar rennt wieder Ezreal erstmal. Kommt erstmal mitten rein. Ezreal ist da oben irgendwo. Egal, machen wir unten die kaputt. Und da hinten läuft der letzte Überlebende. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Wenn teleporten können von Assist. Aber ist egal. Das dürfte gewesen sein. Vielleicht zu ändern sie. Ansonsten pushen wir jetzt durch. 10-1-2. Bin ich zufrieden mit. Aber wie gesagt, leichte Lane. Deswegen. Oh, nichts anderes zu erwarten eigentlich als Jax. GG haben wir aufgegeben. Boah, lange nicht mehr gespielt den Jax, aber macht noch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Bin ja sonst eher so der, wenn so ein Top-Lane oder Naso-Spieler, der wirklich ganz passiv spielt und dann auch später im Teamfight ganz bedacht einen Slow den angreift. Aber als Jax kann man ja dann rumjumpen wie ein Bekloppter und Leute stunnen und. Ah, das ist eigentlich ziemlich witzig. Hätte, glaube ich, noch ein paar mehr Plays machen können mit Teleporten und so, aber da bin ich einfach nicht erfahren genug für. Die Lane war ziemlich einfach gegen Shen. Naja, jedenfalls hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Match auch gefallen. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Haut rein. Ciao.